Should be just around the incoming! Optimus, are you all right? Achso. Optimus Prime. Step on the eye out there, Optimus. In the back! Hit it in the... He's not stopping! Help me! Somebody! Thanks, Optimus. Thought I was a goner. Optimus, are you all right? I'm fine, Preceptor. But... Jetzt probieren wir das mal aus hier. Ach, der hat meinen... Nee. Lebt noch. Ist nicht süß. Schaut mal her. Schön. Optimus, according to my schematics, you should be near the artillery controls. I see them, but how do I get there? There might be an ion vent nearby that could give you a boost. Was haben wir denn hier? Ach. Ein Stoßgewehr. Photon? Sturmgewehr. Genau. Stoßgewehr war Photonen. Nochmal Photon? Ne, da haben wir. Streublaster. Ja, ist. Ja, doch, komm. Nehmen wir mal mit. Und um hier mal ein bisschen Waffenabwechslung zu haben. Oh Gott. 8-2. Stimmt, da war ja was. Ja, jetzt. Ach du Scheiße. Ich hab vergessen, dass sie so Damage machen auf dem Speer, aber ja. Doch. 175 könnte man sagen. Einmal Schild weg, einmal 75 Leben weg. Mein Klatschviech ist auch schon im Arsch. Ah, shit. Dass ich auch nie aufpassen kann, ne? Dass ich nie aufpassen kann. Oh, shit. So, ja, das killt mich, wenn es mich nochmal erwischt. Deswegen suche ich jetzt gerade nach dem da. So, jetzt komm mal her. Ich weiß nicht. Kriegen die mich hier unten? Also springen die hier so hin? Oder klappt es hier anders? Komm. Sehr schön. So, komm. Böses Vieh. So, ich glaube, ihr seht, der Streublaster ist in dem Spiel deutlich besser. Deutlich, deutlich besser als im ersten Teil. Wahrscheinlich hat sich die Entwickler auch so gedacht, so, oh mein Gott. Ziehen. Yes. Ach, so. Ach ja, die Musik. Rocket system is online. Code looks pretty rusty, so I'm going to link the artillery controls directly to your targeting computer. I'll find some Decepticons to try it out on. So ein Arsch eigentlich. More Decepticons! Hold them here, Autobots! Marauder, incoming! Hmm. Makes me curious.
details as to what an artillery strike would do to that marauder. My sentiments exactly. Ach, ja. Jetzt halt, hier. Und leerste. Das haben wir jetzt, meine Freunde, das haben wir jetzt. Let's finish this. Eine Mini-Nuke erstmal vorschicken. So. Also ne, ich bleibe jetzt mal beim Streublaster. On the way, Ironhide. You can activate more defensive weapons. Move back through the engine room. I found a neutron gun near the flight deck. On my way. Ah. Ja, also der Photonenstoßgewehr ist schon geil, aber wir brauchen erstmal die Verbesserungen, ne? Also nicht wundern, dass ich das jetzt nicht nehme. Davor so gepriesen habe. Es ist noch nicht wirklich gut. Wir brauchen noch die Aufwertungen. Now that the Energon is flaring again, you should be able to open a direct route to the flight deck. Diese Geräusche in diesem Spiel, die sind so cool. I don't need to remind you that the more energon we spend on these guns, the less there is for the Ark. We'll have to find a way to launch the Ark when this is over. Okay, ich will kurz was ausprobieren, weil ich gerade was gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Nee, und das ist einfach nur der Ausgang, oder? Oh, wartet mal. Haben die Entwickler damit daran gedacht, oder ist es ein Respawn? Nee, oder? Ach, ich bin doch so blöd. Entschuldigung. Was? Verzögerung? Was? Nee. Überhaupt nicht. Oh, das sieht cool aus für uns. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Alles. Dann kriegen wir auch schneller das, was wir haben wollen. Ein Bauplan fehlt uns noch, und zwei Audioloch. Are you controlling this room remotely? No. What do you mean? The room is shifting. I am noticing a strange power surge in your area. Could be related to the energon you redirected. Irgendwie gruselig aus. Ich hätte einen Wand durchdrücken. The power is out. The schematic shows an access panel nearby. You should be able to force it open.
Lösen wir das da auch so auf? Hehe. Oh, geil. Ja, das ist nämlich lieber als zum Beispiel so ein Audiolog. Kann man vergleichen ungefähr mit dem Overshield im neuen Teil. Im alten Teil. Da müssen wir irgendwie hin. Kommen wir aber nicht hin. So, okay. Another instrument of freedom. Anybody! If anyone can hear me, Starscream is. If anyone can hear me, feel free to listen in as I execute your friends. Starscream. Don't expect any mercy, Autobot. I wasn't offering any. What? Die sind immer noch scheiße. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Anybody! If anyone can hear me, Starscream is. Ach, da oben. If anyone can hear me, feel free to listen in as I execute your friends. Starscream. No! No! Optimus! It's an ambush! Don't expect any mercy. Autobot, I wasn't offering any. He won't hurt any more Autobots. Okay, komm, das nehmen wir jetzt mal. Ah, ja, da gehen wir später nochmal hin. Gehen wir jetzt schnell hin. Das sind zwar nur, also nur in Anführungsstrichen 150, aber es bringt uns schon einiges. Muss man schon sagen. Wie gesagt, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das kommt uns echt zugute. Nichts ist schlimmer, wenn ihr vorm Teletran steht und dann merkt, hey, ihr habt nichts eingesammelt und oh scheiße, wir bräuchten noch sau viel und deswegen... Ne? Das machen wir auf, dann kriegen wir eine schöne Waffe. Kriegen wir das so oder wären wir da auch noch anders hochgekommen? Ich glaube, wir kriegen das nur so, oder? Inspection log 1313, my final entry in this record. As anyone who has listened to these updates can attest, my assessment of this so-called Ark has been far from optimistic. Though assembled by a perfectly competent team of engineers in a most efficient manner, it seemed impossible to imagine that such a humble craft would be capable of carrying the entirety of the Autobots' hopes and dreams as its cargo. Lieferung nach Decargo Plaza. Inhalt Munition, Lieferung. Okay. Ja, sieht man. Cool. Ah, da kommen wir jetzt her. Okay. Oh, wir nehmen schon wieder fast eine Stunde auf hier. Wahnsinn. Ich
echt übel. Ich hoffe, das nicht geht. Ist echt übel, wie lange diese Missionen in Transformers hier dauern, wenn man nicht durchrusht. Natürlich nur, wenn man nicht durchrusht, sonst, ja, komm. So, wunderschön. Sonst dauert es zwar auch lang, also länger als viele Missionen von vielen Spielen, aber. Ja. Halt. Halt, 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 halt. Da entlang müssen wir. Nein! Oh, komm schon. Das ist unnötig. Kommt schon. Da oben seht ihr es, das braucht man. Ich weiß gerade selber nicht mehr, was es ist. Ich glaube, ein Schnelllader oder sowas. Oder Schnellkühler. Schnellkühler, ja, genau. Bullshit. Was geht das hier? Speed is of the essence. Nee. Da können wir. Können wir euch mal, David und ich, was Schönes zeigen hier. Wenn wir es noch hinkriegen und. Ja. Ich hab noch nicht vergessen wieder, ne? No. Optimus, what's going on? I couldn't save them. Remember the Ark. If we don't protect it, there's no future for any of us. Of course, Preceptor. You're right. I'm heading to the neutron gun now. Typ 0 Orbitalsender, okay. Perceptor, I can see the arc just ahead. Thank the Matrix, it's still standing. Be careful approaching the neutron gun controls, Optimus. Decepticon troops have overrun the area. Teletrans door online. Wir haben 10.000. Wir müssen hier hinten hin. Na? Hier. Okay, was ist denn das da? Steigert deine Kraft. 20.000. Oh, was sagt denn die Community dazu? Oh, meine persönliche Bewertung 5 Sterne. Das hat er sich gespeichert. Okay. Megatron, we have established a perimeter around the neutron gun controls. Defend it at all costs! Yes, Lord Megatron, but without those defenses, the Autobots will be powerless to stop us from taking the Ark and its supply of energon. Yes, but I want the Ark. No excuses. Yes, Lord. What was that noise?